Mit den Google Pixel 6 Modellen ist Google verdammt viel gelungen. Doch kann man das mit dem Google Pixel 7 und 7 Pro nochmal toppen? Im heutigen Video nenne ich euch 5 Dinge, die Google definitiv mit ihren neuen Geräten toppen muss. Und ob ihnen das gelingt, auch das werde ich euch verraten. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smart Home Blogger Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Google Pixel 7 Pro. Und ja, es soll das Flagship im Jahr 2022 aus dem Hause Google sein. Und ich hoffe, dass es ihnen gelingt. Mit dem Google Pixel 6 und 6 Pro hat man ja bereits gezeigt, dass der neue Weg mit einem eigenen Chip gar nicht so verkehrt ist. Umso größer sind die Hoffnungen, dass man das mit den 7er Modellen auch schafft. Heute möchte ich euch erklären, was die 5 Gründe sind, bei denen Google nochmal ansetzen muss. Und beginnen möchte ich nicht mit dem Display. Denn das ist ihnen im 6 Pro ehrlich gesagt gelungen. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz QHD+. Dazu haben wir dann nochmal ein 6,71 Zoll großes LTPO-Display. Es sind ehrlich gesagt keine Wünsche offen geblieben. Und deshalb ist es auch richtig, hier nicht mehr irgendwie Experimente einzugehen, sondern das Ganze so beizubehalten. Interessant ist, dass es mittlerweile LTPO der 3. Generation gibt. Dieses haben wir im Vivo X80 Pro erlebt. Ich habe das Ganze hier auf meinem Kanal schon mal getestet, also falls ihr euch das anschauen möchtet, checkt das Ganze gerne mal hier oben ab. Aber woran muss Google definitiv arbeiten? Das ist der Chip. Denn mit dem Google Tensor Chip hat man ja bereits einen eigenen Chip im 5-Nanometer-Verfahren am Start. Der hat wirklich gut gearbeitet, aber ehrlich gesagt ist es kein absoluter Top-Chip, den man hier hat. Samsung fertigt das Ganze und sie werden auch den 2. Ableger mit dem Google Tensor 2 fertigen. Das hat bei vielen da draußen für eine gewisse Enttäuschung gesorgt, denn Qualcomm beispielsweise lässt seinen Snapdragon 8 Gen 1 Plus Prozessor nicht mehr von ihnen fertigen, da sie nicht zufrieden gewesen sind. Durch das Joint Venture, was Google und Samsung ja nun ja hinter vorgehaltener Hand nun mal haben, sind sie ja auch indirekt dazu gezwungen, dass der Chip auch hier wieder von Samsung gefertigt wird. Und daran müssen sie definitiv arbeiten. Eine schnellere Performance und dazu muss es auch dazu führen, dass wir keinerlei Wärmeentwicklung oder irgendetwas in der Richtung haben. Denn Google möchte einen eigenen Chip, möchte, dass alles funktioniert, dann sollten sie da auch wirklich abliefern. Ein zweites Problem bzw. einen zweiten Wunsch, den ich beim Google Pixel 7 Pro habe, ist nochmal die Kamera. Die war wirklich gut und gerade im Vergleich zwischen dem 5er und dem 6er hat sich extrem viel getan, denn endlich hat man einmal neue Hardware am Start. Doch gerade bei der Hardware wird sich wohl sehr wahrscheinlich gar nicht so viel tun, umso größer ist mein Wunsch, aber dass man nochmal etwas beim Zoom tut. Gerade der optische Zoom sollte noch einmal besser werden, denn das Pro-Modell sollte mit so etwas überzeugen können. Natürlich wird man durch die künstliche Intelligenz nochmal eine Schippe drauflegen und Bilder werden noch mal natürlicher und besser aussehen, aber mit der Hardware müsste man einen kleinen Schritt nachgehen und Dinge wie ein noch besserer Zoom ist eigentlich das, was sich viele da draußen wünschen. Weiter geht es dann mit etwas vielleicht Banalem für viele von euch da draußen. Auch wenn ich dieses Problem im Google Pixel 6 Pro nicht wirklich hatte, haben sich viele darüber beschwert. Die Rede ist vom Fingerabdrucksensor, denn der hat nicht wirklich zuverlässig im 6 Pro gearbeitet. Umso größer ist die Hoffnung, dass man das Ganze beim 7 Pro dann in den Griff bekommt. Darüber hinaus gibt es aber einen zweiten Wunsch, den ich dabei habe, und zwar ist es der Face Unlock. Der sollte ja schon längst beim 6 Pro nachgereicht sein, aber auch das ist noch nicht eingetreten. Also den Face Unlock, den benötigen wir auch im 7 Pro und den werden wir wohl auch definitiv bekommen, denn das ist nur eine kleine Stellschraube, die man hier nachrichten muss und schon hat man ein weiteres Feature, mit dem man viele da draußen überzeugen kann. Und der vorletzte Punkt, der ist nun ja nicht zwingend direkt der Akku. Der könnte natürlich auch noch mal einen Tick größer sein, aber mit 5000 mAh war er im 6 Pro ja schon relativ groß. Wichtig ist für mich persönlich aber das Thema Schnellladen. Denn man hat es nicht geschafft, hier mit Schnellladen zu überzeugen und deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass wir im 7 Pro dann 45 Watt bekommen. Warum diese Annahme? Es ist relativ logisch, denn im S22 Ultra haben wir auch 45 Watt Charging und da man, wie eben schon gesagt, eng mit Samsung zusammenarbeitet, könnte das hier sehr gut passen. Schnelles Laden, das müssen Hersteller mittlerweile liefern, natürlich nicht auf Kosten des Akkus und nicht der Langlebigkeit, aber schnelles Laden gehört mit dazu und das werden wir im 7 Pro definitiv dann nochmal erleben. Und einen letzten Grund, mein 5. Grund, der ist eigentlich nun ja
ein Grundproblem bei Google, denn man liefert selbst die Software, jetzt hat man eigene Hardware und dieses Gesamtprodukt mit den Google Pixel Geräten, das muss besser werden. Es ist quasi ein Heimspiel, das Google hier hat. Man ist allen anderen Herstellern im Android-Bereich definitiv überlegen, denn man hat Android, also muss man es auch irgendwie so nutzen, dass man da am meisten rausholen kann. Natürlich Dinge wie ein Magic Eraser und auch in der Bildbearbeitung, das sind alles echt coole Sachen, das ist vollkommen okay, aber es ist so nativ, es muss einfach noch besser insgesamt zusammenpassen und umso größer ist die Hoffnung, dass das mit Android 13 auf dem Google Pixel 7 Pro dann auch nochmal passiert. Stellt sich vielleicht abschließend die Frage, kann dieses Update überhaupt so groß werden? Und das wird es nicht, denn ein Grundproblem, was alle hier im Bereich der Smartphones haben, ist, es gibt keine Innovationen mehr. Wir sind schon so weit oben angekommen, dass die feinen Nuancen, die vielleicht noch mit dazukommen, für den Endverbraucher gar nicht mehr so wichtig sind und sich viele viel mehr auf die Mittelklasse fokussieren, um Top-Produkte für einen niedrigeren Preis anzubieten. Seht ihr das übrigens anders? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und deshalb könnt ihr mit einem ruhigen Gewissen das Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro jetzt zu günstigen Preisen abgreifen. Die habe ich ja schon nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, also checkt das gerne mal ab und ich bin wirklich gespannt, wie groß der Hype rund um die Google Pixel 7 Modelle bei euch da draußen ist. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smart Home Blogger.